Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom QS24 Wissenschaftsgremium. Heute habe ich Professor Dr. Ralf Rössler hier, er ist Dekan der DTMD-Universität in Luxemburg und ich habe mit ihm heute ein wichtiges Thema vor, zu diskutieren, nämlich über diese sogenannten Schönheitsideale zu sprechen, die vom Mund auffangt und bis zum Hintern durchzieht. Einfach dieses Thema mal anzuschauen, mit ihm zu besprechen, das ist das Ziel der Sendung. Bleiben Sie dran, nach dem Intro machen wir los. Und da sind wir wieder und da ist Professor Dr. Ralf Rössler. Herzlich willkommen, lieber Ralf. Ja, generell muss ich sagen, in diesen ganzen Schönheitsidealen, Wahnvorstellungen, die heute immer mehr herumgeistern, die Frage, wie mich ständig eigentlich konfrontiert ist, die Frage der Ethik. Gibt es keine Ethikkommission, die eigentlich sagt, hallo, das muss man ja eigentlich zwar vielleicht zulassen unter gewissen medizinischen Barometer oder Betrachtungsweise, aber doch nicht einfach nur als so krankmachende Vorstellung, dass das 18-jährige Mädel nicht perfekt ist, so wie sie ist? Das ist eine sehr schwere Frage, weil wir reden auch über einen Zeitgeist. Also die Thematik der Ästhetik oder die Definition der Ästhetik ist ja auch immer ein gesellschaftspolitisches Thema. Das gab es schon immer. Das gab es schon im alten Ägypten, ob die da, was weiß ich, in was für einer Milch gebadet haben oder sonst irgendwas. Mhm. Das gab es immer. Körperbemalungen und alles gab es genau, auch schon. Alles ja. Das, Piercings, das ist alles nichts Neues im klassischen Sinn, sondern die Art und Weise, wie es läuft, das verändert sich. Aber weil du Ethikkommission angesprochen hast, die Ethikkommission reagiert dahingehend, das kann ich jetzt zumindest mal für Deutschland, aber ich glaube, das trifft auch auf die Schweiz zu, dass diese ästhetischen auch Operationen keine Kassenleistungen sind. Das heißt, das müssen die Leute privat machen und da kommt auch das Limit der Ethik. Ich kann dir nicht vorschreiben, was du machen darfst oder nicht. Insofern kann ich damit leben, ob man alles mitmachen muss, ist ein anderes Thema. Ob das alles gesund ist, ist auch wieder ein anderes Thema. Und meine Seite rein medizinisch ist eher das Individuum darauf aufmerksam zu machen, wo eine Grenze überschritten wird. Du hast es schon mal angesprochen. Wenn also ein junger Mensch zu mir kommt, der also eine grundlegende Veränderung will, muss ich das nicht machen. Auch wenn ich sage, das ist seine eigene Entscheidung. Aber da habe ich eine eigene innere Ethik. Gut, da muss man halt dann den Nächsten suchen und irgendwann wird es dann schon gemacht. So ist es. Aber fangen wir mal an bei den Risiken und Nebenwirkungen, die vielleicht auch nicht so bekannt sind. Fangen wir mal an bei den Zähnen. Ja. Ich hatte ja letztes Mal einen Gast da, der hat so schneeweiße Zähne gerade aus Mallorca machen lassen. Das war so kitschig, so ja, ich will es vielleicht auch mal provozieren und sagen, das ist so ein klassisch amerikanisches Konzept. Diesen weißen Gattenzaun im Gesicht, das hat mit natürlichen Zähnen nichts zu tun. Ein natürlicher Zahn ist gar nicht weiß, sondern er ist in seiner Grundstruktur eher elfenbeinfarbig. Ein rein weißer Zahn ist ein kranker Zahn. Also, dass man jetzt Krankheit als Schönheitsideal bezeichnet, weiß ich nicht. Gut, in Japan gibt es ein Schönheitsideal, dass man Zähne schwarz anmalt. Nein! Ja, natürlich. Wow. Natürlich, ja. Ja, ich sage, es ist ein Zeitgeist und man braucht auch die Leute dazu, die bereit sind, so was mitzutragen. Ja. Aber das Thema, was du angesprochen hast, dieses Überbleachen, das passiert relativ schnell und vor allem, wenn es unkontrolliert läuft. Ja, es ist ein Zeitgeist, dass die Leute gerne saubere Zähne haben, weil sie weiße Zähne sofort mit dem sauberen Zahn gleichstellen. Das muss nicht sein. Ich sage auch immer, mir ist ein Gebiss, auch wo eine Zahnfehlstellung dabei ist, aber sauber ist lieber wie ein weißes Gebiss, wo ich die Plaque und das Ungepflegte schon raussehe. Ja. Da ist mir das natürliche Gebiss allemal lieber. Trotzdem,
Wir haben ja auch sehr viele Zahnpasten, die draufsteht, wo draufsteht, Whitening-Pasten und so weiter und so fort. Zum Glück haben wir in unserem Breitengraden vom Gesetzgeber her eine Reduktion. Das läuft ja mehr oder weniger über Peroxide, dass die Zähne dann gebleicht werden. Da kann eigentlich nicht viel passieren. Also ist das kein Eingriff in den Zahnschmelz? Das ist kein Eingriff mehr im Zahnschmelz. Die Zeiten sind vorbei. Ich würde mal sagen, bis Mitte der 2010er Jahren hat man tatsächlich Bleachpasten kaufen können, die den Zahnschmelz massiv angegriffen haben. Und das dann letztendlich auch dazu geführt hat, dass die Hartsubstanz angegriffen waren, Karies Vorschub geleistet hat, Überempfindlichkeiten produziert hat, was dann durch sehr teure, kostenintensive therapeutische Konzepte behoben werden musste. Ne? Das ist ein bisschen vorbei. Trifft aber jetzt gerade, weil du gesagt hast, aus Mallorca, hat also nichts mit Mallorca zu tun, sondern es kann in vielen anderen Ländern genauso passieren, dass es eben diese Boutiquen gibt, wo man Bleaching durchführen kann. Und da kann sehr viel Negatives passieren, weil wichtig beim Bleaching ist auch, dass die Zahnhartsubstanz gesund ist. Also wenn da Füllungen sind, wenn da womöglich Karies ist, das sollte man nicht bleachen, sondern sollte erstmal kontrollieren, dass alles in Ordnung ist, dass die Füllung dicht ist. Und dann sollte man das unter Kontrolle durchführen. Und dann kann man also auch einen Whitening-Grad erreichen, der für das Individuum akzeptabel ist. Heißt im Fazit heutzutage 2022, 2023 ist es nicht mehr schädlich, wenn man das tut in Absprache und Kontrolle mit einem Arzt, der sieht, ich habe hier kein Karies und keine Herde. Würde ich genauso sehen, und das muss jetzt gar kein Arzt sein, sondern in der Schweiz ist es auch durchaus möglich, dass es eine Dental Hygienist ist. Die sind sehr, sehr gut ausgebildet, vor allem auch in der Diagnostik. Die können das sehr wohl beurteilen. Was aber für mich wichtig wäre, dass es professionell kontrolliert wird, dass die Diagnostik gemacht wird, bevor man so einen Bleach-Vorgang durchführt. Und dann kann man zumindest für unsere Breitengrade, wie gesagt, sagen, dass es ohne Nebenwirkungen ist. Ja. Und diese Whitening-Pasten können eine sehr, sehr gute Ergänzung dieses professionellen Bleachings sein, dass der Zustand möglichst lang erhalten bleibt. Zumal die Mehrheit der Whitening-Pasten auch gute Zahnpasten sind. Also sie sind fluoridhaltig, haben eine antibakterielle Wirkung. Das ist also dann so ein Rundum-Package, was man durchaus empfehlen kann. Jetzt bleiben wir gleich bei der Kopfgegend, kommen von den Zähnen, von den schönen weißen Zähnen jetzt rüber zu den Lippen. Und da ist ja heute auch so gestern habe ich wieder eine Dame gesehen, so aufgespritzte Lippen. Ich habe eigentlich im ganzen Gesicht nur noch Lippen gesehen. Und ich weiß nicht, es war einfach abstoßend, nicht schön. Das ist jetzt aber dein individuelles Empfinden. Ja, ich sag's ja auch oft. Die Betreffende findet es vielleicht gut und ihr Lebensgefährt oder Lebensgefährtin, egal wie man das ausdrückt heute, findet es vielleicht noch besser. Was ich nur schade finde, ist, die wenigsten sind sich darüber im Klaren, wie lang sowas hält. Und wie lange? Da gibt es unterschiedliche Zahlen, aber eins kann ich dir definitiv sagen, das hält keine 10 oder 20 Jahre. Das heißt, also, da muss nachoperiert werden. Das heißt, die Gewebe werden ja auch gedehnt, also muss wieder Gewebe wegnehmen. Irgendwann hast du in deinem Gesicht nur noch eine Narbe. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden. Ich halte es auch nicht für das Top. Schönheitsideal, aber wenn ich dann wieder mir Fernsehsendungen angucke, was einem da gezeigt wird, was anscheinend normal ist, ist es wichtig, dass man sich zu Hause mal hinsetzt und im Freundeskreis mal diskutiert, ob man selber noch normal ist oder ob man das anstreben muss.
Wenn wir bei den Lippen sind, ich meine aufgespritzte Lippen, dann muss doch das ganze Empfinden auf der eigenen Lippen ja nicht mehr die gleiche sein wie das vorher. Das ist so. Das muss das sich alles so. Ändern. Ja, das verändert es auch, das Empfinden. Auch die Muskulatur wird beeinträchtigt. Es gibt ein gewisses Taubheitsgefühl. Man merkt es ja auch, dass die Leute in der Sprache nicht mehr die Lippe so formen können, sondern dass es eher so eine Computersprache gibt dann. Das trifft aber auf alle Körperteile zu, die man sich jetzt in irgendeiner Form vergrößern lässt. Die Sensibilität lässt nach. Gesundheitliches Problem mit den Lippen, wenn da irgendwas gemacht wird, ist da etwas bekannt? Gesundheitlich, wenn es richtig gemacht wird, passiert da nicht viel. Wie bei jedem operativen Eingriff kann natürlich auch, die Lippe ist nicht rot, weil sie angemalt ist, sondern weil sie sehr stark durchblutet ist. Das heißt, da kann rein chirurgisch da schon auch das eine oder andere schieflaufen. Das ist ja genauso beim Fettabsaugen. Das sind alles chirurgische Eingriffe. Und jeder chirurgische Eingriff hat ein statistisches Risiko. Darüber werden ja auch die Leute aufgeklärt. Deswegen müssen sie das auch unterschreiben, dass sie aufgeklärt wurden. Und da kann man sich die Fragen stellen, ist das Risiko das wert? Oder lebe ich nach dem Motto, du nimmst mich so, wie ich bin. Ich rede nicht von den Individuen, die aus Krankheitsgründen irgendeine Entstellung oder Verletzung haben. Das ist was anderes. Mhm. Deswegen müssen wir wirklich ganz klar definieren in der Ästhetik und in der ästhetischen Chirurgie zwischen denen und denjenigen, die einfach irgendeinem Schönheitsideal nachlaufen. Also da ist das wäre mir persönlich das operative Risiko nicht wert. Aber wenn ich so auf die Welt schaue, eine Statistik zum Beispiel in Brasilien zeigt, dass nahezu 100% aller Damen über 18 Brustoperationen haben. Der stolze Vater schenkt zum Geburtstag eine Brustoperation. Und da muss ich einfach sagen, was ist da gesellschaftsmäßig überhaupt passiert zu meinen, dass der liebe Gott uns eigentlich nicht perfekt erbaut hat, so wie wir sind, haben wir heute immer weniger Selbstwertgefühl, sondern identifizieren uns eigentlich nur noch an der Showwelt, die uns über Medien dargestellt wird? Ja, aber jetzt sprichst du ein gesellschaftspolitisches Problem an. Und da merke ich selbst, das ist vielleicht aber auch altersbedingt, dass ich diesem Trend so nicht mehr folgen kann oder will. Können würde ich ja, aber ich will das gar nicht. Weil ich stelle mir halt auch immer die Frage, wo endet es? A, fürs Individuum, gerade was du angesprochen hast, also wenn jetzt eine 18-Jährige eine Brust-OP oder irgendeine andere plastisch-chirurgische OP bekommt, was macht die mit 28, mit 38, mit 48? Ich meine, mit 48, auch mit 58 ist man ja heute nicht in der Situation, dass man sagt, ich hab's hinter mir, sondern da möchte ich ja noch Lebensqualität, möchte noch Zukunft haben. Haben die das dann noch? Das wissen wir alle nicht, ja, weil wir diese Zahlen aus der Historie gar nicht kennen. Und da bin ich mal gespannt. Gut, das werde ich selber wahrscheinlich nicht mehr erleben nach 30 Jahren. Aber ich bin mal gespannt, wie die Leute operativ aussehen. Also ich habe schon mal die eine oder andere Brust-OP, die revidiert werden musste, miterlebt. Das wollte ich nicht. Und die sehen dann auch nicht mehr ganz so hübsch aus. Ja. Aber das sind alles Sachen, die wir nicht wissen. Das ist ein gesellschaftspolitisches Problem. Ich weiß noch nicht mal, ob es uns zusteht, rein moralisch, darüber zu bewerten. Mhm. Sondern unsere Gesellschaften haben sich eben in den letzten 30, 40 Jahren, auch durch die Globalisierung, eben in eine Richtung entwickelt. Es war schon früher auch, nur die Globalisierung hatten wir nicht, wo wir nicht sagen können, was ist korrekt und was ist nicht korrekt. Wir müssen wieder zu uns selbst zurückfinden.
Ja, ich meine, du sagst so schön, steht es uns zu oder nicht. Ich erinnere mal daran, ich hatte mal früher ein Meerwasser-Aquarium mit Korallen und alles war wunderschön. Aber irgendwann habe ich das ganz nicht mehr gesehen, das schöne Kunstwerk, sondern nur noch da hat es wieder Algen und dahinter muss ich wieder putzen, oder? Und irgendwann hat man da angefangen herumzudoktern und irgendwann bricht das ganze System wieder in sich zusammen. Was will ich mit dem sagen? Ich denke doch einfach, diese jungen Menschen sind doch einfach perfekt, so wie sie sind. Und trotzdem wird heutzutage einfach herumgedoktert und Idealen hinterhergewinkt, wo meiner Erachtens einfach nur traurig ist. Es geht ja nicht immer um den Außenwert, es geht um den inneren Wert. Da gibt's Menschen, die sind fest, aber haben ein Leuchten in den Augen, voller Lebenskraft. Da sieht man die Schönheit rausspringen. Und andere sind operiert und weiß Gott was alles gemacht und haben ein steinendes Gesicht und man hat das Gefühl, man schaut einem Zombie ins Gesicht. Aber guck mal, du hast eben ein schönes Beispiel gebracht, was mich jetzt in eine ganz andere Richtung bringst. Und vielleicht das Verständnis für die, die sich jetzt operieren lassen oder irgendwas anderes machen, verständlicher macht. Du hast ein Meereswasser-Aquarium gehabt. Wir haben hier in unserer Gegend kein Meereswasser. Jetzt frage ich dich, warum machst du ein Meereswasser-Aquarium und nicht eins, was hier aus der Gegend ist? Mhm. Ja, wir haben hier eher Süßwasser. Klar, ich schön. Das war dir das wert, ja. Und nein, es ist aber völlig exotisch. Ja, ja. Und vielleicht sehen das die jungen Menschen heute genauso, dass sie, wo wir jetzt sagen, das ist eigentlich nicht normal. Ne? Das hat ja mit den ganzen Entwicklungen alles nichts zu tun. Warum hat er jetzt so spinnerte Gedanken? Das geht vielleicht in die Richtung. Mhm. Ja, ja, schönes Beispiel. Tut mir leid. Ausgehebelt. Das war ein guter Pass. Nein, aber auch ganz eine tolle Sichtweise, aus einer anderen Perspektive zu sehen, in unserem Alter Verständnis aufzubringen. Ja, ja. Mhm. Ich versuche halt immer wieder auch hinauszutragen, dass der Mensch eigentlich perfekt ist, so wie er ist. Weil du sitzt auch hier da im Fernsehstudio, wir haben dich nicht geschminkt, weil du gut und perfekt bist, so wie du bist. Wir müssen eine Befragung machen im Umfeld, ob die das genauso sehen. Aber das lassen wir lieber. Ja, ja, klar. Sonst, wir haben jetzt ein bisschen die Risiken und Nebenwirkungen und da haben wir noch gesagt, diese großen Hintern, die heutzutage auch immer mehr entstehen, also auch da, das ist eine Baustelle, die ein Leben lang gepflegt werden muss, chirurgisch, oder? Das ist so. Also diese ganzen Schönheitsoperationen sind seltenst fürs Leben. Ja. Das ist übrigens, um auf den Ursprung zurückzukommen, du hast von weißen Zähnen gesprochen. Das ist auch nicht fürs Leben. Selbst wenn ich dir, und wir haben ja heute Techniken, wo wir, und das wird gerade also unter diesem ästhetischen Aspekt betrieben, dass wir Keramikverblendungen, Veneers, Laminates auf die Zähne draufkleben. Das ist nie fürs Leben, ja. Mhm. Sondern wir haben ja auch eine altersbedingte Veränderung. Alle Materialien, die wir einsetzen, auch wenn es die besten Keramiken sind, haben wir keine Datenlage, wie es nach 10, 20, 30 Jahren aussieht. Das heißt, das muss wiederum erneuert werden, unabhängig von den Kosten. Das steht uns alle nicht zu. Das soll jeder für sich entscheiden, ob es ihm wert ist, ob er es bezahlen kann. Jeder Eingriff, auch wenn ich sowas erneuere, führt wieder zu Substanzverlust des Originals. Ja? Und da muss man sich wiederum die Frage stellen, ist es das wert? Oder würde ich so einen Zustand möglichst lange rauszögern, bevor ich an die eigene Substanz gehe, um irgendwas zu kompensieren? Und wenn eine Karies da war und ein Zahn, aus welchen Gründen auch immer, übergrund werden muss, dann haben wir eine Datenlage zwischen 7 und 10 Jahre und dann wird sowas erneuert. So einen Zahn kann man mit Sicherheit 2-3 Mal im Leben nachpräparieren und dann gibt's aber, dann kann man entfernen, dann kann man ein Implantat machen, da hat man auch schon wieder, hat man schon mal ein paar Jahre abgedeckt. Davon leben wir ja im zahnmedizinischen Bereich, dass es nicht fürs Leben ist. Und dann ist doch gut. Ja, mein Zahnarzt sagt mir immer wieder, dich sehe ich eh wieder. So ist es. Wir leben im wahrsten Sinn des Wortes von der Hand im Mund.
super. Gut, früher hat man ja bei der Brustoperationen ja auch viel Fehler gemacht. Man hatte falsche Materialien genommen. Und ich nehme an, das ist heute keine Problematik mehr. Das würde ich so nicht unterschreiben, sondern man muss es immer am Zeitpunkt festmachen. Heute sind die Materialien besser. Mhm. Wir wissen vielleicht oder wir wissen nicht, ob vielleicht in ein paar Jahren plötzlich andere Themen im Vordergrund stehen, wo man sagt, das Material hätte man nicht nehmen dürfen. Mhm. Ja, deswegen wäre ich da auch immer vorsichtig. Ja, gerade was die Ersatzmaterialien anbelangt, auch im zahnmedizinischen Bereich arbeiten wir ja viel mit Ersatzmaterialien für Knochenaufbauten etc. pp. Im Moment ist die Entwicklung sehr stabil. Die gängigen Knochenersatzmaterialien sind gut. Aber keiner von uns weiß, ob das vielleicht in ein paar Jahren plötzlich heißt, ui, was habt ihr denn jetzt gemacht? Ne? Wenn ich das Sicht als ein gesunder Körper, ein gesundes Milieu haben muss, anschaue und jetzt werden plötzlich Dinge implantiert, die ja eigentlich beim biologischen Betrachtung des natürlichen Menschen eigentlich vorher nicht da war und jetzt ist etwas da, sage eine Brust oder einen dicken Hintern, dann könnte ich ja durch das auch das Milieu verändern und 15 Jahre später durch das etwas erleiden, was vielleicht in der Kausalität einen Zusammenhang hat. Das würde ich definitiv bejahen, ohne zu wissen, in welcher Form. Deswegen sage ich auch diese ganzen ästhetischen Sachen, gerade weil du das vorhin mit dem nicht piercen, sondern die Bemalung oder sowas, ja. Auch da wissen wir, je nachdem mit welchen Materialien diese Sachen aufgebracht werden, dass es deutliche Einflüsse auf die allgemeine Gesundheit gibt. Denk an die Bleiablagerungen von den Farben, die aufgebracht werden. Das merkt man dann leider erst viel später und wir hatten auch wieder aus dem zahnmedizinischen Bereich ja jahrelang mit Amalgam gearbeitet, was ja heute fast ganz weg ist, weil es in Diskussion war mit schädlichen Einwirkungen auf den Gesamtorganismus, mit Ablagerung in Weichgeweben, im Hirn etc. pp. Unabhängig, ob jetzt die Datenlage richtig oder korrekt ist, keiner kann mir das sagen bei den Top-Kunststoffen, die wir heute haben, ob wir vielleicht in 10 Jahren eine Kunststoffdiskussion kriegen. Wir haben halt keine Alternativen. Ja, aus dem Grund wird sowas auch verdrängt. Und mir ist keine Primärstudie bekannt, die jetzt explizit diese Nebenwirkungen mal kontrolliert. Das ist auch ein Tabuthema. Das trifft natürlich auf viele Implantate, vor allem im ästhetischen Bereich, zu. Also man kann eigentlich schon sagen, bei allen Schönheitsidealen, die man nacheifern will, wenn man es tut, ist es sehr kurzfristig gedacht. Ich will heute schön sein und was morgen ist, geht mich heute noch nichts an. Ja. Das ist wie beim Schminken. Das ist noch kürzer. Ich will heute Abend schön sein, ja. Und wenn man dann am nächsten Tag denjenigen sieht, fragt man sich, war das der oder die von gestern oder ist es jemand Neues? Habe ich auch schon gehört. Ja, da kann man manchmal vielleicht schon auch sehr erschrecken. Nein. Es ist immer schön, wenn man sich noch schöner machen kann. Die Frage ist immer der Aufwand. Muss es chirurgisch sein oder kann man es zum Beispiel mit schminken? Ja, jetzt habe ich auch wieder gesehen, diese ganzen Augenbrauen, die wird ja so groß gemacht werden. Aber ich glaube, das wird nur hingeklebt, oder? Das ist keine nicht Operation. Habe ich keine Erfahrung. Ich bin mit meinen zufrieden. Aber mir fällt es auch auf, dass das anscheinend so ein Trend ist. Ne? Ja, was man alles machen kann, ja. Ich kann es gar nicht aufzählen. Auch gestern wieder eine mit solchen langen Fingernägeln da aufgeklebt. Und da kann ja, wie willst du da noch irgendwas machen? Ja, das ist ganz interessant, da mal zuzugucken, wie die das Handy bedienen. Ja, es geht, hä? Ja, es geht natürlich. Sonst würden sie es nicht machen. Du bist jetzt ein sehr erfahrener Arzt. Du sitzt da, bist Dekan einer Universität und ich würde gerne so ein kleines Schlussplädoyer hören von dir. Wenn du jetzt da irgendwie ein paar tausend junge Menschen ansprechen könntest, ihnen direkt ins Herz reden könntest, und die Menschen sich wirklich am Überlegen sind, sein oder nicht sein,
Was würdest du ihnen eigentlich gerne sagen? Also ich würde sie versuchen zu motivieren, dass sie mit dem, was sie sind, erstmal zufrieden sind. Dass man das, was man selbst hat und wie man ist, dass man das pflegen soll, weil das wäre für mich die Grundvoraussetzung. Ich möchte gepflegte Menschen um mich rum haben und so wenig operativ, wie es geht. Und dann glaube ich, dass wir wieder auf einen Level zurückkommen, dass die Leute in den Spiegel gucken, ohne zu erschrecken, sondern dass sie sagen, das bin ich. Und da können sie auch stolz drauf sein. Mhm. Und auch das ist ein Sprichwort, das uralt ist. Jeder Topf findet seinen Deckel. Es muss nicht immer der oder die sein, wo man gerade denkt, der muss es jetzt sein. Mhm. Nein. Mhm. Geduld. Ja, genau. Das ist ja auch im Zeitalter der Scheinwelt trifft man sich ja irgendwie zwei künstliche Produkte und irgendwann sieht man, dass ich den anderen gar nicht riechen kann. Gell? Und die Scheidungsquote ist ja auch extrem. Also gut, aber die war früher nicht geringer. Wirklich? Die war nicht sehr viel, beziehungsweise wenn sie geringer war, dann waren es meistens auch soziale Abhängigkeiten. Ah. Ja. Mhm. Weil man, auch das muss man mal ganz klar sagen, wir reden heute immer über und verurteilen, was weiß ich, im Ausland. Katar ist ja jetzt gerade wieder durch die Fußball-Weltmeisterschaft in Diskussion. Und wir versuchen den Eindruck zu erwecken, wie wenn wir, in meinem Dialekt sagt man das so locker, die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Mhm. Wir hatten noch in den 70er Jahren, musste die Ehefrau den Mann fragen, ob sie arbeiten darf. Ja, ja. Ja, ja. Wir hatten noch bis in die 90er Jahre den Schwulenparagraf. Mhm. Ja. Und die Frauen haben da im letzten Kanton in der Schweiz... Bei euch war es ja noch schlimmer. Noch kein Stimmrecht. Also ich sag da auch immer, wir müssen mal den Ball flach halten und uns ein bisschen auch rückbesinnen, was nicht heißt, dass man alles gut findet, was eben im Ausland oder gerade auch in Katar passiert. Das kann man und sollte man sehr wohl ansprechen, weil wir sind natürlich heute weiter, aber das war bei uns auch nicht alles von der ersten Sekunde so, wie die junge Generation das heute erfährt. Mhm. Ja, das muss man ganz klar sagen, da fehlt uns ein gewisses Geschichtsbewusstsein und damit auch eine gewisse Bescheidenheit. Und dann sind wir wieder in der Toleranz letztendlich drin. Ja. Viel mehr Toleranzbereitschaft zu zeigen. Wäre nicht schlecht. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für dieses schöne Gespräch. Professor Dr. Ralf Rössler war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in Bezug auf diese ganzen Schönheitsideale, Modetrends, die halt viele Menschen wirklich nacheifern. Ich nehme mich da jetzt auch ein bisschen mit meiner Meinung zurück, denn ich habe heute doch verstanden, dass es wie das Verhältnis mit meinem Meerwasseraquarium doch auch immer wieder eine Betrachtung ist, die hat einen eigenen Zeitgeist beinhaltet und diesbezüglich appelliere ich einfach darauf, zu verstehen oder zu lernen, nach außen zu tragen, dass der Mensch wirklich eigentlich perfekt ist, so wie er gebaut wurde. Und ich sehe den Menschen auch gerne so, dass er perfekt ist. Und das wollte ich einfach noch als Abschlussplädoyer sagen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.